Der Glaube der Götter. Wir befinden uns auf Eru, einer Welt weit entfernt von der unseren. Langsam zieht sie ihre kosmische Bahn, scheinbar ohne ein Ziel vor Augen, wobei man nur im übertragenen Sinne von Augen sprechen kann, da ein Planet in der Regel nicht über so etwas derartiges verfügt. Die Oberfläche Erus ist mit der unsrigen Welt durchaus zu vergleichen, denn auch sie besteht vorwiegend aus Wasser, welches die Landmassen in Kontinente und Inseln teilt. Vor allem im Bereich des Äquators, wo ein feucht-heißes Klima herrscht und die Vegetation üppig gedeiht, finden sich viele kleinere und größere Inseln, welche mal mehr und mal weniger bevölkert sind. Ein unflexibler Historiker würde dies auf zahlreiche Kriege und Konflikte der einzelnen Stadtstaaten schieben, denn jede bewohnte Insel in dieser Region stellt einen solchen Stadtstaat dar und nicht alle von diesen sind friedfertiger Natur. Weshalb es den kreativen Betrachter sehr einleuchtend erscheinen mag, dass ständige Konfrontationen und Kleinkriege so gut wie an der Tagesordnung sind. Vor allem die Seewege, welche bei der Vielzahl von Inseln die wichtigsten Transport- und Handelswege darstellen, lauern vor Gefahren. Nicht nur, dass jeder Stadtstaat penibel auf seine Seemacht aufbaut, was im Übrigen über die langen Jahre des Zwists dazu geführt hat, dass diese über die ausgefeiltesten Schiffe und Seekriegstaktiken verfügten, sondern auch Piraten, meist gemeuterte Soldaten, deren Gier nach Besitz größer war als die Loyalität zu ihren Herrschern, machen die Seewege unsicher. Dies sind die Fakten, welche man über diese Inselregion, welche im Übrigen aufgrund der zahlreichen Kriege Kriegeland genannt wird, in Geschichtsbüchern lesen kann. Doch dies ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn wie so oft ist die Wahrheit nur ein aktueller Zustand, welcher sich Tatsachen beugen muss und daher ständigen Anpassungen unterzogen wird, so wie die Wissenschaftler Erus damals glaubten, dass ihr Planet mitsamt allen anderen um einen heißen Stern kreisen, welchen sie Sonne nennen. Diese Wahrheit gilt heutzutage als falsch, da Illusionisten, welche sich mit der magischen Strahlung der fünf Monde, welche Eru umkreisen, befasst hatten, feststellten, dass diese durch ihre magischen Abstoßungs- und Anziehungskräfte die Sonne auf dieselbe Umlaufbahn wie sie selbst zogen und so ein Nacht- und Tagwechsel bewirkten. Die Bewohner Kriegelands wissen um ihre Vergangenheit, um die Kriege und den Aufbau und Untergang von Stadtstaaten, so jeder sie in Bibliotheken nachlesen kann. Doch sie wissen auch um die Dinge, welche nicht den Weg in Historien gefunden haben und so als Legenden und Sagen verbleiben. Aus diesen Sagen leiteten sich diverse Glaubensrichtungen ab, welche sich durch blühenden Handel miteinander vermischten, und so wurde schnell aus einer großen Ansammlung monotheistischer Glaubensrichtungen eine noch viel größere, filigranere polytheistische Religion, welche die sporadischen Einzelglauben in sich vereinte und mit ausschweifenden Geschichten miteinander verwob, sodass diese ein mythisches Netzwerk bildeten. Nun ließ es sich vermuten, dass dies ein Fakt war, welcher die einzelnen Inseln samt ihrer Bewohner miteinander verband. Doch das Gegenteil war der Fall, da mit jeder Insel ein anderer Gott als alleiniger Hauptgott, dem die anderen Götter als Berater, Diener oder im schlimmsten Fall als Widersacher unterstellt waren, verehrt wurde und so, trotz einer gemeinsamen Religion, neuer Zündstoff für Konflikte gegeben war. Doch wie sah die Wahrheit aus? Welcher der zahlreichen Götter war nun wirklich der mächtigste? Diese Frage zu beantworten ist wahrlich nicht einfach, was damit zusammenhängt, dass die Macht eines Gottes sich proportional zu den in ihn investierten Glauben verhält. Und eine Region, wo durch Kriege und dergleichen ständig Gläubige versterben, findet ein so rascher Wechsel der göttlichen Machtverhältnisse statt, dass man, aus Gründen der unparteiischen Gerechtigkeit, auf Unentschieden plädieren muss. Auch Götter wissen um ihre Macht und deren allzu vergängliche Quelle den Glauben, welcher, wie das Glück, sich unvorhergesehen wenden kann. Das ständige Hin und Her der Machtverhältnisse stellt für die Götter enorm Stress dar, da es in ihrer Natur liegt, möglichst viel Glauben anzuhäufen, nicht nur, um den anderen Göttern über zu sein, sondern weil der Glaube an sie auch gleichzeitig ihrer Lebenskraft entspricht. Zwar ist ein Gott im Prinzip unsterblich, der auch mit einem Mindestmaß an Glauben auskommt, aber sollte der Glaube an ihn vollkommen erlöschen, so schwindet er dahin, wie Nebel im Wind. Daher ist auf den Olymp, dem mythischen Himmelsreich der Götter, eine heiße Debatte entbrannt, welche klären soll, wer der Hauptgott ist, nicht nur, um die Herrschaftsverhältnisse endgültig zu klären, sondern auch den ständigen Wechsel zu unterbinden, welcher so rasch stattfindet, dass der Götterthron, der einst für den Hauptgott aus weißem Marmor mit schwarzen Ornamenten angefertigt worden war, schon abgenutzt war. Mitten auf einer großen Wolke schwebend, welche etwas so groß wie ein Fußballfeld war, befand sich der Rat der Götter in den Hallen der Vernunft.
Genau genommen bildeten die Wolke den Boden und der Rest der Halle glich einem tempelartigen Gebäude. Nur, dass nicht Stein, sondern Wolken das Baumaterial bildeten. Sowohl die Wände als auch die Säulen, welche an den Wänden in einigen Metern Abstand entlang liefen, waren vollkommen aus weichen, weißen Wolken, welche den Raum lebendig wirken ließen, da sie sich nicht an die glatten Formen von Wänden und dergleichen hielten, sondern gemäß ihrer Natur flauschig, weich und unförmig wirkten, obwohl man durchaus von Struktur sprechen konnte, da die Wände zwar nicht glatt wirkten, jedoch im Durchschnitt immer dieselbe Breite aufwiesen, sodass man den begrenzten Raum gut erkennen konnte. Ein mystischer, schwerer Nebel schwebte in Knöchelhöhe über den Boden und verlieh den gesamten Raum einen sanften Eindruck, da der weiche Wolkenboden mit Sand und der Nebel mit flachem Wasser, welches über den Sand spülte, verglichen werden konnte. Der Nebel kam von der Decke und den Wänden und war im Prinzip nichts anderes als kleine Wolkenteile, welche durch die ständigen Bewegungen und den Formenumbau der Wolkenstrukturen sanft zu Boden glitten, um sich dort niederzulegen. Wahrscheinlich erwärmten sie sich dort und stiegen wieder auf, um sich an Wand und Decke zu binden, sodass diese keinen Spund hinnahm und sich so ein Kreislauf bildete, welcher die Räumlichkeit in ständige, anmutige Bewegung versetzte, welche einerseits einem langsam fließenden Wasserfall aus Wolken glich und andererseits wie ein gemächliches Wachsen von Pflanzen aus Wolken ähnelte. Mitten in der Halle der Vernunft befand sich ein großer, ovaler Tisch, an dessen Kopf sich der Götterthron befand, um den so eifrig gestritten wurde. Er war unbesetzt, da sich die Götter darauf geeinigt hatten, dass niemand auf diesen Anspruch habe, bis der Missstand geklärt wäre. An den Tisch befanden sich noch 12 weitere, einfachere gestaltete Throne, die sich gegenüberstanden, sodass der Tisch zu beiden der langen Seiten von jeweils 6 Thronen flankiert wurde, wobei jeder von diesen die eigene kreative Note seines Besitzers aufwies. Da war zum Beispiel der Thron von Maris, dem Gott des Krieges, den man leicht an dem Ruf seines Besitzers ausmachen konnte. Die Armlehnen bildeten Morgensterne, deren stacheligen Ende von der Rückenlehne, welche ein großes, hölzernes Schild in Form eines auf dem Kopf stehenden Wassertropfens darstellte, hinter dem sich 2 Äxte mit langem Schaft befanden, die sich überkreuzten, sodass die Schneiden über dem Schild hervorragten, wegwiesen. Der Rest glich einem normalen Thron aus Holz, bis auf das kriegerische Merkmal, dass überall Blutspritzer zu sehen waren. Sicher war es kein richtiges Blut, sondern rote Farbe, da sie recht hell wirkten. Passenderweise saß Pisassus, der Gott des Friedens, genau gegenüber. Sein Thron, sofern man das unförmige Bild aus Regenbogen, welche eine stuhlähnliche Form angenommen hatten, so bezeichnen konnte, war mit diversen Zeichen des Friedens geschmückt. Über den Regenbogenarmlehnen waren Ölzweige geflochten und weiße Taubenfedern schmückten Lehne und Sitz, sodass unter dieser weißen, flauschigen Pracht die grellen Farben des Regenbogens hervorschienen und die Federn so ebenfalls in Regenbogenfarben erschienen. Nur dass sie, bedingt durch ihre weiße Grundfarbe, pastellfarbten wirken. So hatte jeder der Gottheiten ihren eigenen Thron, welcher durch seine Eigenarten sofort auf seinen Besitzer verwies. So saßen die 12 wichtigsten Götter an der großen Tafel und zerbrachen sich den Kopf über ihren jeweiligen Machtanspruch. Orbitus, der Donner- und Wolkengott, stand mit seinem langen, wallenden, weißen Bart mit streng zusammengezogener Stirn vor seinem Thron, der zu Rechten des Götterthrons stand, und blickte in seiner weißen Toga, welche nur einen geringfügigen Ausblick auf seinen muskulösen Körper gewährte, zu den anderen Mitgliedern des 12-köpfigen Götterzirkels, wo er mit seiner wortwörtlich donnernden Keulenstimme verlauten ließ: Dieses ewige Hin und Her geht mir gehörig auf die Nerven. Können diese Menschen sich nicht einmal entscheiden? Ihm gegenüber saß Fundamentus, Gott der Erde, welcher mit seiner äußeren Erscheinung seinen Namen alle Ehre machte. Nicht nur, dass er wie ein steinerner Koloss in nackter Menschenform wirkte, wobei die paarungsrelevanten Organe zu fehlen schienen, sondern auch seine Körperhaltung wirkte steif und unnatürlich, was bei einer steinernen Masse nicht besonders verwunderlich war. Auch in seiner Stimme lag Ruhe, als er langsam und gemächlich mit tiefer, ruhiger Stimme erwiderte: Ich gebe dir recht, Obitos. Sie ändern ihren Glauben so schnell, dass ich es bisher nicht einmal auf den Thron schaffte, selbst wenn sie mir den intensiven Glauben schenken. Kein Wunder, langsam und träge, wie du bist, erwiderte Eroria, Göttin des Windes, in schneller, hastender Weise, dass man schon sehr genau lauschen musste, um ihre gehasteten Worte zu verstehen. Auch ihre schrille, hohe Stimme, die wahrlich wie der Klang vom Wind, der um die Häuser heult und pfeift, ertönt, sorgte dafür, dass man sich nur ungern mit ihr unterhalten wollte. Auch sie war, wie jede der Gottheiten,
das Resultat des Glaubens der Bewohner Earus, welcher ihr auch ihr markantes Aussehen verlieh. Ihr graues, langes Haar wehte stets unkontrolliert umher, war jedoch anständig genug, sein Eigenleben auf die Hinterseite zu beschränken, sodass das Haar ihr nie in das Gesicht wehte. Ihr sanft purpurfarbenes Gewand wirkte wie das eines Zauberers und verfügte über einen flachen Kragen, der leicht in das Graue spielte und hinter ihren Hals aufragte. Die weiten Ärmel des Gewandes schienen ebenfalls im Wind zu flattern, auch wenn es absolut windstill war. Hey, zankt euch doch nicht. Bleibt mal chillig, jo. Versuchte Pisasus die anderen zu beruhigen. Seine Stimme klang so, wie sein Äußeres vermuten ließ. Über sein Regenbogenhemd, welchem Schnitt einen großen Hawaii-Hemd glich, baumelte ein Amulett mit dem Peace-Zeichen herab, welches genauso lässig wirkte wie seine Cargohose, welche offensichtlich aus Hanfblättern zusammengewebt war. Sein langes Rasterhaar bahnte sich den Weg über seinen Rücken und offenbarte das Zeichen einer weißen Taube mit Ölzweig im Schnabel, welches nur zu erkennen war, wenn die einzelnen Haarbündel in richtiger Reihenfolge lagen, da das Zeichen offenbar erst danach auf diesen aufgetragen wurde. Während er seinen Oberkörper rhythmisch in seinen Thron bewegte, fügte er lässig hinzu: Das Problem ist doch nicht, dass die da unten glauben, nicht wahr? Wobei er seine Hände zusammenfaltete und mit sanften Lächeln in die Runde spähte, ehe er hinzufügte: Ich sehe das so. Die da unten glauben an uns und wir müssen das ausbaden. Was also ist die logische Lösung, die wir daraus ziehen? Wir lassen sie gegeneinander antreten und sehen zu, wer übrig bleibt. Dann hat das ganze Theater ein Ende. Sprach Maris fröhlich, wobei er seinen Mund, welcher von einem schwarzen Vollbart umhüllt wurde, leicht öffnete und kriegerisch die Zähne fletschte. Viel mehr gab es an seinen Äußeren auch nicht zu berichten, außer vielleicht, dass nur ein Lendenschurz das Nötigste verdeckte und ansonsten ein muskelbepackter Körper zu sehen war, an dessen oberen Ende der, mit einigen Narben und Schrammen versehene, Kopf mit einem sehr obligatorischen, dekorativen, statt den eigentlich denkenden Zweck thronte. Gewalt liegt in der Natur eines jeden Lebewesens, jedoch ist sie keine Lösung. Erwiderte Gaira, die sanfte Göttin der Natur. Ihr junges, unscheinbares Äußeres täuschte über ihren eigenen Intellekt und ihre Weisheit hinweg. Manche meinten auch, dass ihr Kleid diese Funktion übernahm, denn genau genommen waren es nur zwei übergroße Lindenblätter, welche überkreuzt vor der Brust lagen und in eine Art Korsett aus Ranken übergingen, welche die Taille der ohnehin schon attraktiven Göttin betonten. Das Korsett lief in Form einer Blattspitze zwischen den Beinen spitz zu und verbarg nur mit größter Mühe die Intimsphäre und ließ so einen fantasievollen Blick auf lange, glatte Beine zu. Ein Diadem, was aus geflochtenen Wurzeln mit einzelnen Blättern zu bestehen schien, ziert ihr lockiges Haupt, dessen Antlitz zart und geschmeidig mit schmalen Augen und roten Lippen war. Sie trug ihr Haar, welches ihr bis zu den Hintern reichte, stets offen und hatte dabei immer die unterschiedlichsten Blüten in diesen eingeflochten. Ein eher magisches Phänomen, für das sie wohl kaum etwas konnte, waren die bunten Schmetterlinge, die sie häufig umkreisten und nur ab und zu damit aufhörten, um auf ihre geschmeidige Haut auszuruhen. Immer dabei war jedoch Squeak, ihr kleines, dressiertes Eichhörnchen, welches entweder auf ihrer rechten Schulter das Geschehen verfolgte oder aber in ihrem Schoß kuschelnd ruhte. Wahrscheinlich genoss es weniger die bezaubernde Anmut der Göttin, als ihre Fähigkeit, aus den Nichts Eicheln, Haselnüsse und dergleichen hervorzaubern zu können. Und auch zu glauben ist eine ganz natürliche Sache. Alles, das man sich vorstellen, jedoch nicht sehen kann, ist an sich schon Glauben. Selbst Luft ist, auch wenn ihre Existenz an sich bekannt ist, Glaubenssache. Für jeden ist es selbstverständlich, dass es Luft gibt. Doch kaum einer kann sie erklären oder beschreiben. Sie ist einfach da. Danke für die Worte übergroßer und zudem überflüssiger Weisheit. Das ist doch nur wieder Gerede um nichts. Wir brauchen Taten. Rief Hölles, der Gott des Todes, aus und schlug dabei mit der Hand auf die Tafel. Sein Aussehen allein verursachte einem schon eine Gänsehaut. Seine Haut war graublau und wurde nur bis zu den Ellbogen von einem schwarzen, zerfetzten Leichengewand verdeckt, welches gespenstisch bis zu den Knien herabhing. Arme, Beine und Finger waren spindeldürr, kaum mehr als tote Haut auf blanken Knochen. Sein Gesicht wirkte hager, die Backen waren eingefallen und das einzige Haar, was sich auf den Kopf finden ließ,
waren die beiden grauen, dicken Augenbrauen, die über den tiefschwarzen Augen lagen. Der Rest des Kopfes war kahl und glatt. Zitzitze! Begann Helia, die Göttin der Sonne und des Lichts, und fuhr dann mit ihrer fröhlichen, munteren Art fort. Ach Hölles, alter Schwarzseher, du! Wir finden schon eine Lösung! Wie wäre es, wenn wir die Sterblichen tatsächlich einen Wettkampf austragen lassen, so wie Maris das vorgeschlagen hat? Also nicht genau so, sondern eher ein sportlicher Wettbewerb, welcher für eine gewisse Zeit unseren Herrschaftsanspruch regelt? Das sonnige Gemüt der Gottheit war nicht nur sprichwörtlich. Die ganze Zeit war sie im Lächeln und sah nur das Positive in allen Dingen. Einmal hatte Hölles ihr versucht zu erklären, dass sie sterben müsste, wenn niemand mehr an sie glaubte. Doch anstatt Angst zu bekommen, erwiderte sie nur, dass sie sich dann wenigstens um den Streit keine Gedanken mehr machen muss. Und sie war sogar so frei, hinzuzufügen, dass die anderen dann ja eine Konkurrentin weniger hätten. Wie stellst du dir das vor? Sollen sich alle Sterblichen, die denselben Glauben haben, zusammenfinden, um den Besten von sich auszumachen, um diesen zu dem Wettkampf zu schicken, wo er gegen die anderen antritt? Und der ja nicht auf Dauer der Beste sein kann. Sollen sie da jedes Jahr aufs Neue seinen Wettkampf machen? Also da ist der Aufwand größer als der Nutzen. Zudem stelle ich es mir schwer vor, die Sterblichen dazu zu überreden. Und selbst wenn das gelingen sollte, dann wäre ich persönlich immer noch dagegen, weil es ungerecht wäre. Nehmen wir zum Beispiel die Faunen, diese pelzigen, ziegenartigen Wesen, welche auf ihren Hinterbeinen eher humpeln als gehen. Wie sollen die bitteschön einen sportlichen Wettkampf gewinnen? Das schneidet Freundin Gara ja von vornherein aus, da diese hauptsächlich an sie glauben. Es muss eine bessere Lösung geben. Kritisierte Juira, die Göttin der Gerechtigkeit Helia. Ihr bemerkenswertes Magenzeichen war eine Waage, die sie immer in der Hand hielt. Das war nicht nur unpraktisch, sondern ließ sie auch zum Ziel von Maris Spott werden, welcher so geistreiche Dinge sprach wie: Ah, da ist die Wagenträgerin. Was stellst du da, die Göttin der Fettlebigkeit? Oder: Eine Frau, die immer eine Waage mit sich führt. Endlich mal eine moderne, aufgeschlossene Form der Prostitution, wo man auch mit Fremdwährung zahlen kann. Diese Provokation nahm Juira mit Geduld hin. Gerecht wäre es zwar gewesen, den Unruhestifter ebenfalls zu beleidigen, aber das war weder ihre Art noch ihr Stil, geschweige denn ihr Niveau. Früher saß sie neben Helia, doch da ihr heller Schein von der goldenen Toga der Göttin der Gerechtigkeit meist gebündelt und dann reflektiert wurde, wies man sie an, mindestens einen Platz Abstand zu halten, da es einmal geschehen war, dass Helias Licht so stark gebündelt und reflektiert wurde, dass bei Orbitus, der gerade seine Wurfübung mit Donnerkeilen machte, spontan geblendet wurde und er den besagten Donnerkeil statt auf die Zielscheibe gen Earu warf, wo eine kleine Insel namens Aqualantis traf, welche unter einer großen Explosion in kleine Stücke gesprengt wurde, welche schließlich in den Tiefen des Meeres versanken. Ich geb dir recht, aber die Grundidee finde ich nicht schlecht. Vielleicht sollten wir die Teilnehmer selbst aussuchen. Warf Poseipu, Gott des Wassers und der Meere, ein. Er war durch und durch ein Meermann. Auch wenn Torso und Kopf menschlich waren, so waren doch Beine und Füße durch einen Fischschwanz ersetzt, der in zwei Flossen endete. Sein Antlitz glich dem von Orbitus, nur dass seine Mimik eher sanft als aufgebracht wirkte. Er blickte zu Iglu, dem Gott der Kälte und des Eises, der zu seiner Rechten saß, und fragte diesen: Wie steht ihr dazu, kalter Bruder? Zitternd saß der arme Gott da. Sein aufgetürmtes und gefrorenes Haar verlängerte optisch seinen ohnehin langgezogenen, schmalen Schädel, an dem eine lange Nase unter zwei kleinen Äuglein prangerte, aus deren Nasenlöchern zwei lange Eiszapfen ragten, wobei einer etwas kürzer war als der andere. Ein dickes Gewand, welches wohl aus Mammutfell bestand, lag um seinen Körper und versuchte vergeblich Wärme zu spenden, was man vor allem daran erkennen konnte, dass Rauchreif über den gesamten Gewand lag. Gute Idee. Warum nur die Teilnehmer? Warum nicht auch noch die Wettkämpfe? Vielleicht eher eine Art Wettlauf? Seine zitternde Stimme ließ keinen Zweifel offen. Er fuhr über alle Maßen. Oh, welch wunderbare Idee. Und der Sieger bekommt einen ganz speziellen Preis von mir. Brrr. Warf die Göttin der Liebe Aphrolibida ein, wobei sie stark gestikulierte. Als sie den ersten Satz beendete, legte sie ihren linken Arm auf ihre überschlagenen Beine und stützte auf diesen ihren rechten Arm, dessen Hand ihre Wange berührte,
wobei sie mit ihrem Zeigefinger verführerisch über ihre Lippen strich. Ihre Hände, welche unter schwarz glänzenden Handschuhen verborgen waren, wanderten zu ihren Brüsten, die von einem eng, ebenso schwarz glänzenden Oberteil bis zur Hälfte bedeckt waren, welches alles darüber freiließ und durch ihren großen Busen einen tiefen Ausschnitt bildete, wo sie auf diesen innehielten und sie ihren Oberkörper nach vorne presste, damit ihr Busen noch stärker zum Tragen kam. Ihr Oberteil bedeckte, bis auf ihre Brüste, nur die Intimsphäre und die Seite, da eine, etwa untertassengroße Öffnung, den schlanken Bauch freigab. Von den Hüften gingen zwei, etwa 5 cm breite, Stoffstreifen ab, die sich spiralförmig um die Beine wanden und ab den Schienbeinen in Stiefel übergingen. Auch die Handschuhe waren mit solchen Stoffstreifen mit dem Oberteil verbunden gewesen, sodass es wie ein einzelnes Kleidungsstück wirkte. Kopfschüttelnd mahnte Yuira die verführerische Liebesgöttin, ehe sich zu Iglu wandte und zu diesen sprach: Deine Idee finde ich schon besser, aber die Sache mit den Teilnehmern kommt mir immer noch nicht sehr sinnvoll vor. Wenn wir jeder für uns einen Teilnehmer erwählen, dann hat ja jeder im Prinzip dieselben Chancen auf einen Sieg. Wo ist das Problem? Dass jeder dieselbe Chance hat, ist doch voll das Höchstmaß an Gerechtigkeit. Warf Poseibo ein und strich sich über seinen langen Bart, welcher, wie das Wasser selbst, Wellen schlug und eine ganze Weile brauchte, bis er wieder zum Stillstand kam. Das Verfahren mag gerecht sein, keine Frage, aber das Ergebnis womöglich nicht. Nehmen wir zum Beispiel Kamerad Pegasus. Er hatte noch nie so viele Stimmen, dass er hätte den Thron besteigen können, im Gegensatz zu den anderen. Dennoch würde er dieselben Chancen auf den Thron erhalten. Das ist nicht gerecht. Entgegnete Juira mit klarer, diskreter Stimme. Pisasus, der sich in seine Ehre angegriffen fühlte, lehnte sich aus seinem lässigen Sitz nach vorne auf die Tafel, wobei er seinen Oberkörper stark beugen musste, da er beide Unterarme auf die Tafel, die ihm etwa bis zur Hüfte reichte, lehnte und erwiderte mit seiner charakteristischen Stimme: Frau, was machst du hier für einen Stress? Komm doch mal klar, ey. Nimm das bitte nicht persönlich, aber mein Einwand ist wohl mehr als berechtigt. Ich selbst finde, dass wir zuerst schauen sollten, wer von uns überhaupt in Frage kommt. Dann ersparen wir uns und unseren entweihten Kandidaten unnötigen Stress. Schlug die Göttin der Gerechtigkeit vor. Moment mal! Willst du damit etwa sagen, dass wir freiwillig auf unseren Machtanspruch verzichten sollen? Ist es das, was du willst? Warf Maris skeptisch ein und blickte Juira entschlossen und kämpferisch an. Diese erwiderte den Blick und ihre schmalen Augen wirkten dominierend, als die Göttin ihre Augenbrauen kämpferisch zusammenzog und scharf erwiderte: Wenn es so sein sollte, dass man nicht an mich glaubt und ich den Thron daher nicht zu beanspruchen habe, dann werde ich mich dem fügen. Sie beruhigte sich wieder und ihre Miene hellte sich wieder, als sie fortfuhr: Wir sitzen heute hier, um zu klären, wer denn der mächtigste von uns ist. Einen anderen auf den Thron zu setzen, kann nicht unser Ziel sein. Ich verstehe euren Einwand und möchte daher einen Gegenvorschlag bringen, welcher der Gerechtigkeit Genüge tun dürfte. Wir befragen den Meister der Zahlen. Er wird uns sagen können, wer von uns bisher am meisten auf dem Thron saß. Und danach richten wir uns. Derjenige von uns, der am meisten auf dem Thron saß, ist ja wohl der mächtigste und hat damit den Anspruch auf den Götterthron. Sollten mehrere von uns nah beieinander liegen, dann wird der Machtanspruch unter ihnen ausgetragen, indem sie den vorgeschlagenen Wettstreit austragen, indem sie sich einen Sterblichen suchen, welcher die Aufgaben zu erfüllen hat, die wir ihm auftragen, wobei jeder von uns das Recht hat, eine Aufgabe zu stellen, sodass wir in der Summe 12 haben. Damit die anderen von uns aber nicht leer ausgehen, würde ich vorschlagen, dass wir uns in gleichberechtigte Teams aufteilen, welche von den Göttern mit den führenden Stimmen geleitet werden. Der Sieger hat Anspruch auf den Götterthron und seine Teamkameraden werden ihm als Berater zur Seite stehen, sodass jeder von uns eine gerechte Chance hat. Einverstanden? Sie spähte durch die Reihen und betrachtete ihre Kameraden, welche über den Vorschlag nachzudenken schienen. Es dauerte einige Momente, ehe die nachdenklichen, grübelnden Blicke einen zustimmenden Kopfnicken wischen. Lediglich Orbitos und Aphrolibida nickten nicht, da sie offenbar mit anderen Gedanken beschäftigt waren. Die Liebesgöttin machte dem Donnergott schöne Augen, indem sie diesen tief in die Augen schaute und dabei mit ihrer Zunge verführerisch über ihre Lippen fuhr.
Obitos genoss sichtlich den Anblick, der an seinen Augen Verlangen loderte, sodass er mit Sicherheit nicht über Juiras Vorschlag nachdachte. Diese bemerkte dies und folgte dem Blick des Donnergottes. Verärgert verzog sie ihre Mundwinkel, als sie verführerischen Gestiken Aphrolibidas beobachtete und sprach zornig zu dem Donnergott: Obitos, wir reden hier über ernsthafte Dinge und du denkst offenbar nur mal wieder mit deinen Donnerkeilen nach. Was? Dein Vorschlag. Rief der Gott überrascht aus, so als wäre er aus einem Traum erwacht. Er sich wieder erfasste und antwortete: Ja, ich bin auch dafür. Sofern also niemand etwas einzuwenden hat, würde ich den Meister der Zahlen rufen wollen. Er wartete einige Sekunden und spähte durch die Reihen, um einen etwaigen Einspruch zu vernehmen. Doch da niemand das tat, fuhr Obitos fort. Dann soll es so sein. Er drehte seinen Oberkörper nach hinten um und rief mit seiner donnernden Stimme: Meister der Zahlen! Wir brauchen euch! Kommt her! Eine Öffnung tat sich in der Wolkenwand auf, durch die ein alter Mann mit dunkelgrauem Haar hereingeschlurft kam. Er trug eine weiße Toga, über die eine rote Scherbe hing, welche von der Schulter herab schräg über den Körper hing. Sein Vollbart, der ebenfalls dunkelgrau erschien, reichte bis zu seiner Brust und ließ den Mann erstaunlicherweise erhaben anstatt alt aussehen. In seiner rechten Hand hielt er eine Steinplatte, die von seinem Bauch bis zu der Schulter reichte, auf die sie lehnte, während er in seiner linken Hand ein Federkiel hielt. Nachdem er einige kurze Schritte in den Raum getan hatte, fragte er mit trockener Stimme: Ihr rieft nach mir? Ja, ihr habt doch euer Dasein den Zahlen gewidmet. Dann sagt uns doch bitte, wer von uns wie oft auf dem Götterthron saß? Forderte Orbitus. Der alte Mann nickte mit einem glücklichen Lächeln, kratzte sich an dem Hinterkopf und sprach dabei: Mal sehen, bei euch geht es ja immer drunter und drüber. Er machte eine kurze Pause, in der er scheinbar mit seinen Fingern nachzählte, ehe er sprach: Wenn ich mich nicht irre, so wart ihr, Orbitos, bereits 625 Mal auf dem Götterthron. Fundamentus 114 Mal, Aeroria 48 Mal, Pisasus 0 Mal, Mares 622 Mal, Gyra 617 Mal, Hölles 345 Mal, Helia 85, Juira 47, Poseipur 289, Iglu 23 und Aphrolibida 168 Mal. Das ist erstaunlich, rief Helia beeindruckt aus. Wenn man es erstaunlich nennen kann, sein Dasein mit Zahlen zu verbringen, warf Hölles ein. Der Herr der Zahlen lauschte verwundert den beiden Gottheiten, woraufhin Gaira sprach: Beachtet die beiden einfach nicht. Eure Bestimmung ist zwar langweilig und fad, aber nicht unwichtig, sonst hätten wir euch nicht gerufen. Der alte Mann nickte zuerst dankend, dann aber schien er nachzugrübeln und plapperte etwas Unverständliches leise vor sich hin. Obitos beobachtete dies und sprach nach einer Weile: Wir danken euch. Ihr könnt gehen. Wobei er ihn mit einer fahrigen Handgeste zu gehen deutete, was der alte Mann auch tat, sodass er den Raum verließ und sich das Loch in den Wolken wieder schloss, sodass die Götter erneut unter sich waren. Also wird es ein Wettkampf zwischen Orbitos, Garia und Mares. Jetzt mögen sich also bitte drei Teams zu je vier Mitgliedern zusammenfinden, verkündete Juira. Ein energisches Gespräch begann, in dem sich die Götter eher wie Marktschreier benahmen. Wortfetzen flogen her, kleinere Rangeleien fanden statt und die friedlicheren der Götter trafen Übereinkünfte mit Handschlägen. Das Geschehen wirkte fast eine halbe Stunde, doch dann schienen sie sich geeinigt zu haben. Gaieras Team bestand aus Juira, Helia und Pisasus und repräsentierte so Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Kurz, das Gute und Schöne. Demgegenüber stand Mares Team, zu dem Hölles, Iglu und Aphrolibida gehörten. Mit Krieg, Tod und im weitesten Sinne Sünde stellte dieses Team den totalen Kontrast zu Gaieras Team dar. Orbitos Team hingegen stellte die Urgewalten dar,
mit ihm selbst als Donnergott, Fundamentus als Gott der Erde, Eroria als Göttin der Lüfte und Poseibo als Gott des Wassers. Diese drei, von Grund auf verschiedenen Parteien, traten nun zum Wettkampf gegeneinander um den heiß begehrten Götterthron an, deren Vertreter sie sich erst noch aussuchen mussten. Doch dazu war es erst einmal nötig, die 12 zu bestreitenden Aufgaben festzulegen. Obitos begann damit, indem er seine Hände flach über die Tafel legte und leise einige magische Worte sprach, woraufhin sich die glatte, weiße Oberfläche in eine Art dreidimensionale Karte von Kriegerland verwandelte, welche eine große Ansammlung Inseln inmitten eines reichen Meeres darstellte. Nach kurzen Suchen tippte der Donnergott auf eine karge Sandwüste, welche eine kleinere Insel ausmachte und den Namen Capritalta trug, und sprach: In dieser Wüste lebt die Donnerschlange Sprassel, von der noch nie ein Sterblicher berichten konnte, da es noch nie jemandem gelang, von dieser Insel zu fliehen. Gefährliche Strömungen umspülen die scharfen Meeresklippen um die Insel und brachten schon viele Schiffe zum Kentern. Ich blicke da zu dir, Poseipo. Er deutete auf den Gott des Wassers und der Meere, der diese Strömung verursachte, ehe er fortfuhr: Dies soll die erste Hürde sein. Die Gefangennahme von Sprassel. Ehrfürchtig blickten sich die Götter untereinander an, ehe Poseibo sprach: Damit ist die erste Aufgabe genannt. Da Orbitos göttliche Angriffe offensichtlich mag, so möchte ich als zweite Aufgabe stellen, dass man aus den Ruinen Aqualantis inmitten der tausenden Tiefen der Meere den Reichskelch, das ehemalige Symbol des einstigen Herrschers dieses Volkes, holt. Boah, Alter! Rief Pisasus aus und schüttelte mit einem ironischen Grinsen den Kopf, ehe er sich an die Stirn klatschte und mit langgezogener Stimme sprach: Was habt ihr nur geraucht, ey? Eine Donnerschlange besiegen und einen Pott aus so einer Unterwasserruine holen? Warum nicht gleich Altair vom Himmel pflücken? Die Aufgaben mögen schwer sein, doch unsere Abmachung ist eindeutig. Jeder stellt eine Aufgabe, also füge dich! Ermahnte Juira. Pisasus zuckte mit den Schultern und erwiderte: Mir soll's recht sein. Immerhin gehe ich dabei nicht drauf. Aber was mich angeht, so bevorzuge ich doch realistische Aufgaben. Unsere erwählten Vertreter sollen auch den Krieg zwischen Thronein und Spasta beenden, der schon so lange tobt. Das ist doch mal was Sinnvolles. Ach, das war sinnvoll. Weißt du, ich verwechsle sinnvoll oft mit langweilig. Erwiderte Maris, wobei er zynisch grinste und fuhr dann fort: So ein Unsinn. Wenn einen etwas auf die Probe stellt, dann ein ordentlicher Kampf. Auf der Insel Monokel leben doch die zehnzornigen Zyklopen, welche doch die zierliche Zypresse der Zähigkeit hüten. Diese zu erringen, lebend wohlgemerkt, soll die vierte Herausforderung sein. Nun möchte auch ich meine Aufgabe stellen. Warf Gaira einen ruhigen, weisen Ton ein und fügte hinzu: Im Warwirt-Dschungel gibt es inmitten einer weiten Lichtung ein Feld Beißblumen, die sich immer weiter ausbreiten und mir ein Dorn im Auge sind. Diese zu jäten soll die fünfte Aufgabe sein. Wow, das sind alles tolle Einfälle! Rief Helia in ihrer frohen Natur aus und überlegte dann, wobei sie ihren Zeigefinger auf die Lippen legte und verträumt, einem Kind gleich, gen Himmel schaute und dann mit einem Schnippen ihre Suche beendete und fröhlich rief: Ich habe es! Ihr kennt doch alle Melanconia! Dieses kleine Dorf in einem Bergtal, wo es immer regnet. Die Leute dort sind immer so traurig, dass Helia bei ihrem Anblick immer weinen muss. Es wäre schön, wenn unsere mutigen Streiter die Leute dort wieder zum Lachen bringen könnten. Fundamentus nickte langsam und setzte dann an, um seine Aufgabe zu unterbreiten. Im Krater des Eruptus-Vulkans schlummert Phönix, der ewigwährende Feuervogel. Das soll die siebente Aufgabe sein, ihn zu beseitigen. Ein ständig wiederkehrendes Wesen für immer töten? Schwer, schwer. Kommentierte Eroria in ihrer hastigen Weise, ehe sie, ohne eine merkbare Sprechpause zu machen, fortfuhr: Die wahre Stärke des Windes erfährt man nur auf dem Gipfel eines Berges. Daher gebiete ich, dass es den Olymp zu erklimmen gilt.
Limps, sagst du? Wie passend. Da hätte ich auch eine Aufgabe. Sie sollen ein Polarlicht fangen. Fügte Iglu stotternd und zähneklappernd hinzu. Wie soll das bitte schön gehen? Das ist doch wirklich unmöglich. Warf Chuira zweifelnd ein. Hey, du hast selbst gesagt, dass jede Aufgabe angenommen wird, oder? Dann halt dich auch mal schön dran. Entgegnete Pisa so scharf. Okay. Antwortete die Göttin der Gerechtigkeit und deutete Pisasus mit ihren flachen Händen an, sich zu beruhigen, ehe sie erklärte. Ihr kennt sicherlich den weisen König Salmonellon. Er ist mein liebster Jünger, doch es gibt einige rechtliche Streitfälle, wo er sich bisher nicht traute zu entscheiden, da er nicht abzuwägen vermochte, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Deswegen soll die 10. Aufgabe unserer Erwählung sein, König Salmonellon aufzusuchen und einen seiner Rechtsfälle zu lösen. Was ist das wieder für ein Unsinn? Eine Entscheidung kann doch jeder treffen. Warf Hölles ein. Ja, aber die Kunst besteht darin, die richtige Entscheidung zu treffen, damit es kein schlimmes Ende nimmt. Verteidigte sich Chuira. Das Ende ist immer gleich. Erwiderte Hölles und zog seinen Zeigefinger am Hals entlang und deutete so den Tod an, ehe er fortfuhr. Wie dem auch sei, im Reich der Untoten liegt immer noch Telephonis, die Halbgöttin der Kommunikation, gefesselt an einen Thron aus Knochen, in einem Meer aus Blut und harrt ihrer Befreiung. Warum lässt du sie dann nicht einfach frei? Immerhin hast du sie doch dort gefangen. Weil du mal wieder eifersüchtig auf Orbitos warst, fragte Pisasus. Weil es gerecht war. Ich möchte dich mal sehen, wenn jemand deine Frau verführt, falls es jemals dazu kommen sollte. Es ist doch gerecht, oder, Chuira? Entgegnete Hölles trocken. Ja, auch wenn ich deine Methoden nicht sehr schätze, gestand diese. Sie soll wieder frei sein, wenn die bedauernswerten Sterblichen es schaffen sollten, an meinem Haustierchen vorbeizukommen. Ferner müssen sie den Fluss der Toten namens Nix überqueren und den Wächter der Telephonis besiegen. Falls es ihnen tatsächlich gelingen sollte, gilt die 11. Aufgabe als erfüllt. Als er dies sprach, betonte er das Falls sehr stark, so als würde er sich sicher sein, dass diese Aufgabe unerfüllbar wäre. Zuletzt meldete sich Apholibida, welche mit ihrer verführerischen Stimme sprach, wobei sie sich ab und an spielerisch über die Lippen leckte und mit ihrer Hand über ihren Körper strich. So viele schlimme und schwere Aufgaben für unsere edlen Recken. Ich finde, hart arbeitende Männer haben doch auch mal etwas besondere Erholung verdient. Deswegen sollen sie sich ruhig auf meiner Insel Aphrodiasika erholen. Das soll eine Aufgabe sein, sich auf einer Insel erholen? Wie gefährlich! Ich hoffe nur, dass es da kein pieksendes Gras oder gar zu grelle Schmetterlinge gibt, deren Farben einen blenden könnten. Warf Hölles zynisch ein. Du kleiner Schelm, was weißt du schon von den Waffen einer Frau? Erwiderte die Göttin der Liebe spielerisch. Ich weiß, dass sie wirkungslos sind, wenn man an ihren Gliedmaßen schwere Ketten festmacht, deren Ende man an eine stabile Säule kettet. Entgegnete der Gott des Todes Kür. Das heben wir uns doch lieber für später auf. Erst wollen wir uns doch den Aufgaben widmen. Erwiderte Aphrolipida mit einem verführerischen Augenzwinkern, ehe sie sich wieder dem eigentlichen Thema widmete, wobei sie sprach. Die Aufgabe soll nicht darin bestehen, die Insel zu erreichen. Nein, sie soll vielmehr darin bestehen, sie wieder zu verlassen. Und bei den Verführungen, die auf dieser Insel geboten werden, stelle ich mir das schwer vor. Damit waren die 12 Aufgaben zusammengetragen, die es für die ruhmreichen Auserwählten oder auch armen Opfern eines göttlichen Machtspiels zu lösen galt. Dann ist es also beschlossen, sprach Orbitos in die Runde, wobei er mit ernster Miene nickte.
Dann sollten wir jetzt unsere Helden erwählen. Entgegnete Gaira in ihrer ruhigen, weisen Art, ehe sie ihren Kopf zu Orbitos wandte und fortfuhr. Wollt ihr beginnen? Nur zu gerne, denn ich weiß bereits, wer wie geschaffen für solche Heldentaten wäre. Mein Halbsohn, Herakmagus. Er ist zäh wie ein Bulle und so stark wie ein Löwe. Mal wieder typisch Orbitos. Die reinste Vetternwirtschaft. Entgegnete Pisasus mit einem verächtlichen Kopfschütteln, wobei seine Mimik, wie immer, geistig abwesend wirkte. Was beschwerst du dich? Es war nie ausgemacht, dass wir einen normalen Sterblichen erwählen müssen. Ein Stich in sein Herz würde ihn genauso hinrichten wie einen normalen Menschen. Verteidigte Orbitos sich angegriffen. Nur, dass ein normaler Mensch keinen Felsen heben kann. Entgegnete der Friedensgott höhnisch. Pegasus, Orbitos hat recht, er darf ihn erwählen, weil wir ein Halbkind nicht explizit ausgeschlossen haben. Warf Chuira mit ruhiger, besonderer Stimme ein, woraufhin Pegasus sich ein Stück nach unten rutschen ließ, sodass er mehr als lässig in seinen Thron hing, wo er verträumt nach oben schaute und sprach. Ja, soll er machen. Aber wenn wir jedes Halbkind von ihm in das Himmelsreich lassen würden, dann wäre hier schon bald kein Platz mehr. Nur noch eine Frage. Wie hieß gleich noch einmal die Sterbliche, deren Aufwartung du ihr in Form eines Stieres gemacht hattest? Sorry, wenn ich nachfrage. Ey, aber bei einer Anzahl größer 50 kann man schnell mal den Überblick verlieren. Orbitos krummelte leicht über die oberflächlich herablassende Art des Friedensgottes und antwortete daher etwas verbittert. Die gute Frau war eine Edeldame des Herzogtums von Hinten und trug daher auch dessen edlen Namen Hera von Hinten. Ah, die war's also. Da frage ich mich immer, ob die Namenswahl deines Halbsohnes sehr weise war. Ich meine, Herak mag es von... Ehe Pisasus den Satz beenden konnte, unterbrach ihn Orbitos eilig und sprach mit seiner donnernden Stimme. Ja, ich weiß selbst, wie närrisch sein Name klingt. Hera hätte sich bei der Namenswahl mehr Gedanken machen sollen. Mach mir keine Vorwürfe, es ist nicht meine Idee gewesen, den armen Jungen so zu nennen. Jungs, können wir langsam weitermachen? Ich bin ja schon so auf den Wettkampf gespannt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie sich alles einfallen lassen werden, um die Aufgaben zu lösen. Warf Helia mit ihrer munteren Natur ein und wippte dabei auf ihren Stuhl auf und ab voller Vorfreude. Orbitos hob die Hand und deutete mit dieser Helia an, dass sie sich wieder beruhigen sollte, wobei er sprach: Schon gut, schon gut. Mal schauen, wo er sich gerade herumtreibt.